Willkommen zurück, meine aufwerten Zuschauerinnen und Zuschauer, zur nächsten Episode Dungeon of the Endless im Endless-Universum mit unserer Killertruppe, die gerade auf dem Weg ins sechste Stockwerk ist und sich momentan noch eines wundervoll glücklichen Lebens erfreut. In der letzten Runde waren wir in der Lage, eine ganze Menge Industry und Science aufzusammeln und unsere Leute aufzuleveln. Also ich bin relativ glücklich damit, wie das Ganze ausgegangen ist. Außerdem unser Bradford Scout ist mittlerweile in der Lage, ziemlich gut rumzuprügeln, so als Nahkämpfer. Ich dachte zuerst, der wäre jetzt nicht so super geil, aber mittlerweile doch, bin ich ganz zufrieden. So, wo gehen wir hin? Oben oder unten? Wir gehen erstmal nach oben. Und wir sehen einen perfekt wundervollen Raum, der es uns ermöglicht, ein Modul zu bauen. Und dieses Modul ist natürlich erstmal ein Industry Generator. Auf jeden Fall. Her damit. Plus, wir haben ja unseren Kollegen hier, der das Ganze bufft, und mich interessiert jetzt, es heißt jetzt plus 8, wenn ich rausgehe, ist es immer noch plus 8, wen wollen wir eigentlich hier lassen dazu? Von der Geschwindigkeit her habe ich ja letztes Mal den anderen genommen, aber es wäre natürlich noch viel besser, Max O'Kane zu benutzen, weil er bekommt jedes Mal, wenn er einen Raum untersucht, einen Dust extra. Das ist schon ziemlich schick. Deswegen bekommt er das. Und wir gehen hier weiter. Okay. Boah, anstatt plus 8 haben wir plus 15. Okay, das ergibt ja auch Sinn. Wir haben plus 4 normal, dann nochmal plus 3. Das ist 7, das heißt, so einen Typen da stehen zu lassen ist, das ist unfassbar facht. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff übrigens. Die Menge an Ressourcen, die wir erhalten, krass. So, der Raum gehört uns. Das ist ein halbwegs ordentlicher Verteidigungsraum. Was wollen wir hier haben? Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Generator reinsetzen. Nehmen wir Food. Generates more food in your dungeon. Keine Ahnung, wie aus so einem Kristall Nahrung rauskommt, aber soll mir egal sein. Wir nehmen den. Science haben wir sowieso bis zum Abwinken. Kann er sich jetzt hinstellen? Und wir hoffen mal, dass er dann auch für ein, zwei Züge da bleiben kann, um uns ein bisschen Nahrung zu generieren. Und wer geht dann weiter? Wer ist der Schnellste? Speed 17, Speed 25, okay. Unsere gute alte, wie heißt sie nochmal? Alice Boom Boom, darf vorangehen. Vielleicht bauen wir uns direkt zur Sicherheit noch so eine Smoking Gun und hoffen, dass wir die bei Gelegenheit dann auch noch aufleveln. Weil ich glaube, die aufgelevelte Smoking Gun ist schon ganz ordentlich. Doors? I love breaking doors. Ach, beziehungsweise, Ich wollte ja eigentlich mit ihm hier die Türen öffnen, um mehr das zu bekommen, aber ne. Die extra Nahrung ist natürlich auch super schick. Oh wow. Finally, a customer with some money, no check. Was verkaufst du uns? Also wir können erstmal diese Gefängnisuniform verkaufen. Die wollen wir nicht. Und er möchte Nahrung. Strange but very useful black box. No need to panic. Spacesuit. 66 Nahrung. Defense 11, HP Regeneration. J-Pad. Was sag ich dieses Wit nochmal? When manipulating or repairing a module. Oh. Jetzt verstehe ich das. Okay, jetzt habe ich verstanden. Das ist Wit 8. Das bedeutet,
so. Ja, wir kriegen nochmal plus 2 pro Zug, wenn er da steht. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt verstehe ich auch, wie sie diese komischen Gebäude machen, die plus Wit geben. Okay. Okay. Es hat sich aufgeklärt. Die Frage ist, wollen wir auf irgendwas von davon sparen? Plus 2 pro Zug? Das ist immer, das ist die Hälfte von einem Modul. Von einem großen Modul. Auf der anderen Seite so eine Spacesuit. Ja, das wäre schon auch nicht schlecht. Vor allem, wenn er das benutzen kann. Was hat er momentan? Er hat 12 Defense. Und das gibt uns 11 Defense. 150 HP Max und Regeneration. Für unseren Tank wäre das schon schick. Also wir versuchen mal, beides davon zu kriegen. Beide Sachen sind, glaube ich, richtig, richtig wertvoll. Okay. Jetzt machen wir erstmal weiter. Ich glaube, ich sollte meine Verteidigung noch ein bisschen aufbauen. Obwohl, ich meine, jetzt müsste es eigentlich noch reichen. Oh, der Raum hat sich, gibt sich selbst Energie. Das ist ausgezeichnet. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, dass da Monster kommen. Aber warum kriege ich eigentlich keinen Dust? Jetzt hätte ich schon wieder 3 bekommen, wenn ich es mit dem anderen gemacht hätte. Naja. Naja, aber wenigstens kriegen wir so richtig fett Nahrung. Und die brauchen wir. Das ist schon wert. Das ist schon wert. Okay, wir können schon die Spacesuit holen. Oder dieses Wit-Ding. Holen wir das direkt, das Wit-Ding. So, und wer kriegt's? Wer kriegt's? Der Kollege hier. Den bekommen wir nämlich anstatt plus 12 noch plus 14 Nahrung pro Zug. Ist okay. Das ist okay. Okay. Es wäre natürlich schön, hier reinzugehen und hier weiterzumachen. Hier haben wir wie viele Verteidigungsmöglichkeiten? 1, 2, 3, 4. 4. Das ist ganz okay. Es ist auf jeden Fall gut, wenn Gegner nur von einer Richtung kommen, anstatt von zwei. Und wir haben auch sogar noch den Händler da, der uns vielleicht auch noch hilft. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir können nach oben und nach unten weitergehen. Und zurück. Zurück mit dir, du gute Dame. Der Händler hilft nicht. Aber jetzt sehe ich auch den Cooldown an diesem Gerät. Naja. Irgendwas ist ja immer. Sollten wir noch mehr Verteidigung einbauen? Ich glaube, es wäre eine gute Idee. Was wollen wir noch haben? Die Frage ist, wie lange bleiben wir hier? Und da können wir noch, genau, die sind von alleine gepowert. Ist schon immer gut. Prisoner Pots gehen immer, die kosten ja fast nichts. Es nervt mich allerdings ein bisschen, dass ich... Ja, wir müssen hier nach links weitergehen und dort... noch mehr Verteidigung aufbauen. Beziehungsweise ich brauche 2 Energieteile, um hier nach links zu kommen. Ja, ich brauche eben 2 Energieteile. Hilft alles nichts. Oh, neues Item. Aber auch Gegner. Also lieber abhauen. Okay, der schießt hier schön auf den ganzen Ramsch, der kommt. Aber das reicht bei weitem nicht aus, um
halbwegs ordentlichen Schaden zu machen. Aber immerhin ist er da. Und er schießt doch tatsächlich die ganze Zeit. Also diese Cooldown-Geschichte funktioniert ein bisschen anders. Naja, ist auch egal. Okay, nächster Raum. Bam. Dann brauchen wir noch einen weiteren, haben den großen freigeschaltet. Da geht's doch gar nicht weiter. Geht's gar nicht weiter, das bringt uns gar nichts. Third eye added to your inventory. Was macht das? Wit 1. This odd headpiece discovered in the dungeon improves normal vision from 3D to 4D, giving brief glimpses into the near future. Okay, damit können wir ein bisschen in die Zukunft sehen. Nicht schlecht. Plus 1 Wit ist auf jeden Fall gut. Das geben wir dem hier. Oh. Oh, er hat schon Wit plus 2. Der hat 15 Wit, das erkenne ich jetzt gerade. Er ist ein super guter Typ. Wow. Der hat schon Wit 2 und HP Max. Ha. Huh. Das macht Wit 2. Und das macht Wit 1. Und unlocks Pilfer. Was ist das denn? Oh! Das plus 1 per Room. Ja, sehr gut. Okay, wir haben haufenweise Moneten, um irgendwas auszustatten. Dann würde ich sagen, machen wir das doch gerade. Bauen wir mal hier noch eine Smoking Gun rein. Und hier auch nochmal eine, warum nicht? Okay. Und dann geht sie weiter in diesen Raum. Ah, endlich Forschung. Okay, Smoking Gun 2. Ja, den wollen wir haben. Der soll noch viel besser werden. Momentan hat das alte Ding Attack Power wie viel? Es hat jetzt gerade Attack Power 5. Upgrade to Attack Power 6. Attack Cooldown bleibt dasselbe. Das heißt, 20% mehr Schaden. Heat Cooling ist, glaube ich, auch besser. Und Overheat Duration 6 Sekunden. Ich meine, Food Replicator ist auch natürlich ziemlich schick. Plus 5. Aber wenn wir auf Smoking Guns umsteigen, was bestimmt notwendig wird bald, dann ist das, glaube ich, das ist ganz gut, wenn er da ist. Okay. Okay. Gegner sind wieder auf dem Weg. Autsch. Okay, ich glaube, es ist an der Zeit, Skills zu aktivieren. Holy shit. Okay, okay. Ja, ich glaube, er kommt lieber hierher und repariert da. Kann ich jetzt zwei Sachen gleichzeitig erforschen? Krass! KIP Cannon. Knowledge is power for this cannon. Prioritizing most powerful monster. Attack power for each stocked science 1? What? Damit mache ich 100 Attack. 100 Schaden pro 2,5 Sekunden. Das heißt, wie viel ist das pro Sekunde? 100 durch 2,5? Oder macht die irgendwie so im Bereich von 40 Schaden. Hm. Was ist der Holo Hero? Absorbs 150 of damage before deactivation. Ah. Die K
Kippkern sieht echt gut aus. Aber wir werden wahrscheinlich nicht so lange in der Lage sein, so viel Forschungsboni zu behalten. Na, machen wir mal die Kippkern, oder? Industry Generator. Das ist halt immer wertvoll. Aber ich glaube, die Kippkern könnte schon ziemlich cool sein. Ja. Ja, nehmen wir mal die Kippkern. Ach, jetzt kann ich zwei Sachen simultan erforschen. Das ist jetzt natürlich auch nur so mäßig gut für... Ach. Das heißt, wir haben jetzt hier oben alles erforscht. Das ist ein bisschen... Ist nur so mäßig gut, muss ich sagen, alles. Wollte ich nicht noch zum Händler und irgendwas kaufen? Oh ja. Und zwar die Spacesuit. Für unseren Chef hier. Er kann das sogar anziehen, oder? Ja, er sollte das anziehen können. Defense minus 1? Aber HP plus 150. Und Regen plus 2. Das lohnt sich schon. Sie kann es nicht tragen. Okay, verstanden. Okay, mein Derum, den sollten wir jetzt verteidigen, damit von da auch nichts weiterkommt. Und wir können auch ein Modul reinsetzen. Das ist wohl vermutlich notwendig. Was setzen wir rein? Science Creator, weil wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Science mehr. Hier lohnt sich auf jeden Fall jemand, der verlangsamt, weil der Raum ist riesengroß. Und das Tränengas. 5 Schaden pro Sekunde. 5 Schaden pro Sekunde, das ist gar nicht mal schlecht. Oder? Vor allem, weil es alle Monster damit simultan beschädigt. Es lohnt sich vor allem auf jeden Fall bei in Räumen, in denen viele Monster drin rumlaufen. Okay, ich denke mal, mit diesem Aufgebot sollte der Raum sich erstmal halten. Da sollte niemand mehr durchkommen. Hier ist allerdings noch ein bisschen gefährlich. Packen wir noch einen Verlangsamer rein. Und Smoking Gun. Beziehungsweise, nee, eigentlich will ich keinen Verlangsamer. Wir brauchen einen, der den Schaden erhöht, nämlich das Tränengas. Hoffen mal, dass das funktioniert. Okay. Gut. Dann weiter nach unten. Jetzt haben wir ziemlich viel Knete ausgegeben. Aber wird schon funktionieren, oder? Ich denke, die linke Seite ist gesichert. Das heißt, wir produzieren Science, wir produzieren ziemlich viel Industrie. Produzieren Nahrung. Und zwar richtig viel mit ihm hier. 15 Width plus. Boah, das wird gut. Okay, auch in dem ersten Raum kann es bereits Probleme geben. Soweit so gut, hat alles funktioniert. Und wir können den Raum jetzt auch noch aktivieren. Sehr schön. Die zwei Kollegen lassen wir da oben. Ich fände es irgendwie gut, wenn man sehen könnte, wie der Status der Forschung ist. Das sieht man leider irgendwie nicht.
Ein Zug hier. Bis die Smoking Gun verbessert wird und die KIP-Kanone braucht noch zwei. Klar, wenn man zwei von diesen Gebäuden hat, forscht man mit unglaublicher Geschwindigkeit. Oh, kann ich mir jetzt eigentlich die neue Rüstung leisten? Noch nicht. Ein Zug noch. Okay, weiter geht's. Das heißt, hier oben ist auf jeden Fall niemand. Das heißt, den Punkt müssen wir aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal verteidigen. Wo gehen wir hin? Links oder rechts? Gehen wir links. Das hat uns letztes Mal Glück gebracht. Diesmal nicht. Ups. Jo. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dieses Upgrade. Hier, genau, die ganzen Gegner werden alle simultan beschädigt von dem Gift. Das kommt gut. Ja, ist eine gute Verteidigungsanlage. Ich bin zufrieden. Kommt niemand durch. Und wir kriegen richtig viel Material. Sehr schön. Sonst irgendwas hier an der Seite? Die Antwort lautet nein. Oh, wir haben ein neues Bild freigeschaltet. Yay! Ah ja, und unsere Forschung ist weitergegangen. Leider müssen wir jetzt mit ihm hier wahrscheinlich vorgehen, um einerseits zum Händler zu gehen, oder wir holen uns ein Level ab. Nee, komm, wir wollen den Gegenstand, der ist nämlich super krass. Ein super krasser Gegenstand. Ist sie schon da? Mann, warum geht er denn? Du musst gehen, du musst viel schneller. Ach, sag bloß, es wird einem angezeigt, wie viele Räume noch übrig sind. Hier oben rechts 12 Räume. Ich depp. So, den haben wir gekauft. Damit starten wir gleich Butcher aus. Oh yeah. 1000 Lebenspunkte. 11 Defense. Zwar eins weniger als vorher, dafür mehr Lebenspunkte, bisschen und eine Schlauigkeit und ja, mehr Regeneration. Sehr gut. Kann sie das tragen? Sie kann es nicht tragen. Ist das Chitin besser? Chitin macht 12 Defense. Das macht 6 Defense, aber dafür 100 HP. Bin jetzt mir nicht so ganz sicher, was besser ist in den Fällen. Behalten wir es einfach mal so. Oder wir können es verkaufen. 9. Ne. Ne. Ist fast nichts wert. Okay. Ah ja, Forschung ist ja weitergegangen. Das heißt, wir sollten direkt weiter forschen. Science Creator 2, Suppressive Fire Pot, Claymore Mine, das High Damage to Enemies in Room. Oder Pepper Spray. Ist auch gar nicht schlecht. Ich glaube, wir gehen mal auf den Science Creator. Level 2. Okay, also ich glaube, wir haben langsam aber sicher ein schlagkräftiges Team zusammen. Eigentlich interessiert mich auch, wie die Bilder aussehen. Ah, hier Album. Oh, smart thinks he's... okay. Good comment, good of being caught. Knife, just stupid, short tempered. Heavy weapons, heavy attitude, fast, smart, dangerous. Oh, das ist meine Kriegerin. Oh, it's still effective, so plan tech should be too. Ach ja, artwork. Good with guns, with logic, not so much. Good at fixing things, good breaking things. Awful taste in music. Ja, okay, ganz nett. Haut mich nicht weg, aber ist okay. Bin froh, dass es da ist. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es da ist. So, was hauen wir als nächstes rein? Sollen wir noch eine Smoking Gun hier reinhauen? Ich meine, offensichtlich müssen wir dort unten weiterkämpfen und überleben. Hier gab es nichts mehr. Na, dann gehen wir mal nach rechts. Keine Feinde von oben. Oder doch, jetzt kommen sie. Okay, hier oben
Wird gut verteidigt, da wird auch gut verteidigt. Hier halten uns, hier hält unsere Linie auch. Soweit, so gut. Irgendjemand ist noch da. Oh, da oben. Aber nicht mehr lange. Die machen auch bald schlapp. Das war eine gute Verteidigungsanlage hier. Gute Verteidigungsanlage. Okay. 13 Räume sind noch übrig. Wir können einen weiteren Raum aktivieren. Den hier. Wir können sogar ein Modul reinstellen. Wenn noch 13 Räume übrig sind. Welchen würden wir gerne haben? Wir hatten bisher noch nie das Tactical HUD, aber bisher brauchen wir es noch gar nicht so richtig. Oh, und wir haben die KIP-Kanone freigeschaltet, das heißt. Besser, wir schauen mal, ob wir noch was erforschen können. Und ich glaube fast ein weiteres Forschungsmodul wäre gar nicht schlecht. Ich meine, gerade in diesem Dungeon erforschen wir echt richtig viel. Pfefferspray, Dustfield Generator. Na, Pepperspray kann vielleicht mal ganz nett sein. Ja, ich glaube, wir sollten nochmal ein Science-Modul irgendwo bauen. Warum nicht? Bauen wir es mal hier. Wir können auch gleich nochmal eins bauen. Warum nicht? Warum nicht? Ich hoffe nur, das lohnt sich. Okay, wir haben noch 13 Räume frei. Okay, bei 13 Räumen werden die jetzt insgesamt ab dem nächsten Zug jeweils 4 produzieren. 4, 8. Und da haben wir nochmal ein. 13, also 130. Schon ganz ordentlich. Vor allem, wenn wir weiter außerdem diese ganzen Buffs aktiv halten können. Das ist schon gut. Also irgendwie gefällt mir die sich aus einem relativ simplen Spiel herausbildende Komplexität doch ziemlich gut. Also die Regeln scheinen einfach, es baut sich alles sehr leicht und ein bisschen simpel auf, aber es steckt wirklich irgendwie schon ganz nette Tiefe drin. Was wollen wir jetzt haben? Auf jeden Fall das Tränengas. Ich meine, klar, dann machen unsere Türme unglaublich viel mehr Schaden. Machen wir. Mit dem Ding. Mit dem Tränengasmodul. Oh. Das heißt, es greift einen entweder an. Das letzte Mal war das schon ziemlich gut, dieses Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Spieler deswegen drauf geht, oder? Ah, na also. Aufweise das, danke dafür. Die Frage ist, hätten wir es überhaupt gebraucht? Und was aktivieren wir jetzt dafür? Also, wir haben noch 14 Räume, das heißt, ich könnte in 10 Zügen würde ein Generator noch 3 Industrie jeweils produzieren. Das ist eigentlich viel zu teuer schon dafür. Es lohnt sich gar nicht mehr, den Kram zu haben. Bei einem Preis von 45 machen wir gerade mal so ein bisschen mehr als über 35. 45, ja, irgendwie so auch 45 pro Zug. Das lohnt sich gar nicht mehr, so einen Industry Generator zu bauen, wenn wir den nicht aufleveln können. Das lohnt sich gar nicht mehr, diese 45er. Aber nicht so schlimm. Dafür machen wir auf jeden Fall noch für jedes fast 200 Punkte in den kommenden Zügen. Das ist gut. Und nach hinten können wir jetzt verteidigen. Beziehungsweise noch weitere Räume befreien. Den hier zum Beispiel.
Hier ist eh alles schon relativ sicher. Ich glaube, von links werden jetzt nicht so extrem viele Gegner kommen. Und der Raum ist eigentlich auch relativ sicher. Da kommt, müsste ja eigentlich nichts mehr rauskommen, oder? Okay, aber aktivieren mal den. Also wenn einer noch relativ unsicher ist, dann eher dieser Bereich hier. Nochmal so einer. Three waves incoming. Okay. Es scheint echt einiges auf uns zuzukommen, aber das Gift hat sich ausgezahlt. Just a couple more wax. Just a couple more wax. Gut, gut, gut. Ich meine, den weiteren aktivieren, ich glaube, das lohnt sich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich. Das sollte mehr als genug sein, aber wir könnten hier noch so ein Giftteil einbauen. 5 Schaden pro Sekunde. Oder wollen wir lieber mit dem Ding Schaden machen? 100 Schaden alle 2,5 Sekunden. Das ist schon ordentlich. Da kann nichts anderes damit, glaube ich, mithalten, beinahe. Aber es ist ein bisschen eine Wildcard. Oh, verdammt, ich habe schon wieder vergessen zu erforschen. Ah, ich Idiot, wir brauchen Smoking Gun 3! Oh yeah. Auf jeden Fall. Und Neurostun ist auch echt gut, aber definitiv die Smoking Gun. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Forschungskram. Mehr Forschungsressourcen. Wir brauchen die gerade wirklich wahnsinnig schnell. Was wollen wir hier noch reinsetzen? Noch eine weitere Smoking Gun oder lieber so ein Tränengas? Ja, ich glaube, ja, wir schießen die lieber kaputt. Beziehungsweise momentan machen wir 28 Schaden mit dem Ding pro Sekunde. Und der macht 60 Schaden pro Sekunde. Ah, ja. Dann können wir eine von denen hier reinsetzen. Sind wir nach oben hin mal gesichert. Ja, und die bleiben da. Die sorgen dafür, dass wir hier schön viel bauen können. Oh, plus, bevor ich es vergesse, hat der Händler nicht noch was? Der hat so ein iPad gehabt. Ne. Weiß ich nicht, ob wir das wirklich haben wollen. Okay, weiter geht's. Wir sind überall sicher. Läuft gerade ziemlich gut. Wollen wir den auch noch haben? Ehrlich gesagt, hält sich mein Interesse in Grenzen, den noch zu schnappen. Pepper Spray unlockt. Noch so einer. Okay, die Feinde kommen. Jeweils eine Welle von oben. Die sieht gefährlich aus, muss ich zugeben. Die sieht gefährlich aus. 3 Wellen, dabei kommen 2 von oben. Und die Welle haben wir praktisch aufgehalten. Ja, aber auch die Welle hat keine Chance. Okay, also wir sind gut verteidigt. So, wer profitiert von einem Level Up? Ich meine, das ist unser Chef. Der muss am meisten einstecken, der will auf jeden Fall mehr Defense kommen, das geben wir ihm jetzt einfach. Was hat er jetzt hier? Warcry. Er hat 2 Fähigkeiten. Defense plus 70. Aggro all monsters. Das hat er sowieso schon. Jetzt hat er es doppelt. Und er kriegt plus 70 Verteidigung, das ist echt gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Wir können einen weiteren Raum aktivieren. Ich glaube, das benutze ich, um hier nach rechts weiterzugehen.
Oh crap. Drei Wellen. Eine von oben. Zwei von rechts. Ne, zwei von oben. Es sind nochmal drei Wellen unterwegs. Okay. Die Wellen kommen wiederum in Wellen, so wie es aussieht. Aber wir halten durch. Vor allem der Raum hier ist extrem gut verteidigt. Da kommt irgendwie nichts durch. Sehr schön. Die Gebäude machen hier langsam schlapp, auch wenn es zu krass wird. Schicken wir unseren Reparaturtypen los. Wie viele Weile halten sie noch? Okay. Rechts oder links? Rechts oder links? Bauen wir mal noch ein bisschen Verteidigung. Bisschen Vorausverteidigung. Was ist das denn? You meet Missy Courts. Want to hire me? No. Do you not? Yes, of course you shall not be hired. Shut up, sorry. Ich weiß jetzt nicht, was die kann. Aber ehrlich gesagt bin ich momentan mit meinem Team recht zufrieden. Mit zwei Damage-Dealern, davon ein Tank. Ist offensichtlich etwas leichter bekleidet als der Rest der Truppe. Aber komm, wir machen einen nach dem anderen. Ich bin ehrlich gesagt momentan sehr zufrieden, wie das Ganze aussieht. Deswegen lassen wir es erstmal dabei. Dummerweise ist der Raum ziemlich groß. Wir haben immer noch nicht den Ausgang gefunden. Ich meine, das Gute ist, hier oben können wir in 1, 2, 3, 4 Räume abschalten und trotzdem weitergehen. Oh, Smoking Gun Upgrade ist unlocked. Das ist gut. Dann sollten wir eigentlich gleich mal gucken, ob wir wieder weiter forschen können. Beziehungsweise, ob man eigentlich unterschiedliche Sachen an diesen Punkten erforschen kann. Food Replicator, ja. Bioorganic Transference, auch sehr gut. Geht vielleicht hier noch was? Nee, das gleiche. Gott, ist der langsam. Okay, nee, ist überall das gleiche. Aber man kann trotzdem zwei Dinge simultan erforschen, das geht irgendwie trotzdem. Ja, ich meine, komm, was wollen wir mit den Forschungspunkten machen, wenn wir sie nicht benutzen? Food Replicator. Ich verstehe jetzt natürlich dieses extra Wit. Damit produziert man dann noch mehr. Von Anfang an. Ach nee, Moment mal. Das zeigt dann, wie viele Türen ich bereits geöffnet habe, die 18. Das zählt hoch. Ach, Depp. Dann haben sie aber damit. Hat mal wieder nicht aufgepasst. Tesla-Modul. 35 Schaden? Jede Sekunde? Ist das so? Ich weiß es nicht. Aber will ich lieber den Food... Ach komm, ich will den Food Replicator haben. Jetzt wird der nämlich hier gebaut und jetzt kann man zum nächsten gehen und da auch nochmal was erforschen. Oh yeah. Science Crater Level 3. Den wollen wir unbedingt haben. Tiergas Level 4 ist auch... Was? Level 2 to 4? Überspringen Level? Oh mein Gott, ist das gut. Ja, den müssen wir haben. Den müssen wir haben. Dann kriegen wir den. Im nächsten Zug haben wir den schon. Sehr gut. Ja, also das ist gerade echt ein gutes Stockwerk für uns. Okay, die Frage ist, wo gehen wir weiter? Nach rechts sind wir halbwegs gesichert. Nach unten... Nicht so richtig.
Pepper Spray haben wir jetzt auch noch. Gerade wenn die Monster sehr stark werden, wird das bestimmt immer wichtiger. Ja, jetzt müssen wir hier nochmal eine Türe aufmachen, weil woanders geht's nicht. Und weg, und weg, und weg. Okay. Okay, feindliche Wellen. Oh wow, das sieht gut aus. Und alle nehmen zusätzlich noch Schaden die ganze Zeit. Sehr schön. Immerhin kriegen die Gegner hier jetzt auch schon mal Vorausschaden. Oh, Moment mal. Die hat ja auch noch mal die Fähigkeit, mit der sie Dinge buffen kann, wenn sie da rumsteht. Auch noch sehr gut. Plus noch mal ein Level up. Ha, sollen wir ihm noch mal eins geben? Geben wir ihm noch mal eins? Ja, komm. Was ist das? The monsters don't slow down the hero. Ja, ist okay. Warum nicht? Das heißt, eigentlich sollten wir mit ihm anfangen, die Gegenden zu untersuchen. Aber das ist, glaube ich, nicht so zielführend. Die Frage ist, was wollen wir? Industrie will man immer. Industrie ist das Wichtigste von dem Ganzen. Also man braucht es halt konstant. Auch den anderen Kram braucht man konstant, ich gebe es zu, aber ihr wisst, was ich meine. Vermutlich nicht. Naja. Mit dem anderen Typ kann ich nicht vorgehen, das. Wie viel Boni würde die geben? Plus 7. Ja, das wäre schon stark. Aber es geht nicht. Unser komischer andere Held ist. Es sei denn, wir holen uns das. Ein Science Creator. Tiergas, genau das. Also wir überspringen ein Level. Das müssen wir unbedingt haben. Ja, komm. Das ist okay so. Plus 16 überall. Puh. Alles voller komischer Pilze. Schon wieder neue Wellen. Jetzt bin ich froh, dass die Seite gut verteidigt ist. Das läuft da eigentlich auch ganz okay. Hält sich noch. Hält sich noch. Und wir können einen weiteren Raum freischalten. Das ist exzellent. An sich wäre der Raum schon ganz nett, aber wir brauchen eher die Verteidigung hier nach unten. Komm, da fangen uns sonst zu viele Gegner ab mit der Zeit. Und dann können wir mit dem irgendwo hingehen. Er ist halt super langsam. Oh, nee, vergesst es. Mit dem können wir nichts erkunden. Das ist hoffnungslos. Er muss stehen und kämpfen. Immerhin macht er das sehr gut. Wir können mal eine extra Waffe gebrauchen. Okay, die Verteidigung steht. Hier kommt ab und zu jemand durch. Aber es ist bisher noch nicht zu tragisch. Food haben wir einiges. Wir könnten vielleicht mal ihn von der Nahrungsrichtung in Richtung Wissenschaft schicken. Ich glaube, das ist okay, aber dann verteidigt dort oben niemand mehr. Und er treibt sich bei Industry rum und Industry ist einfach so wichtig, das können wir nicht in Ruhe lassen. Aber die Nahrung levelt uns halt jetzt auch gerade schon ganz gut auf, muss ich sagen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ja, es gibt wirklich viele Dinge hier, die man miteinander abwägen muss. Und das macht das Ganze doch schon recht interessant. Also, mir gefällt's.
Mir gefällt's. Aber es sieht. Es ist, boah, ich frage mich mal, wo der Ausgang ist. Immer noch nicht gefunden. Yay, Food Replicator Upgrade. Und es kommen Wellen. Da kommen wieder Wellen. Relativ viele Wellen von. Es geht von oben, hält sich in Grenzen. Da heilt die Verteidigung. Hier die Verteidigung auch. Eins ist klar, von unten kommt der ganze Spaß. Hey, ein extra. Wann bekomme ich das eigentlich? Keine Ahnung. Egal. Nochmal plus eins. Manchmal bekommt sie es wohl. Okay, wir können einen weiteren Raum freischalten. Können wir diesen hier nehmen. Oder den da oben, aber eigentlich sind wir da oben halbwegs geschützt. Kommen keine Gegner mehr von rechts. Ich glaube, das ist okay. Wenn wir den freigeschaltet haben. Halt, Moment mal, ich habe einen Food Replicator gerade abgegradet. Das heißt, ich sollte eigentlich nochmal in der Lage sein, was zu erforschen. Und das tun wir sofort. Ich meine, wir wären ja blöd, wenn wir diese fantastische Lage, in der wir wie wahnsinnige Dinge erforschen könnten, wenn wir das nicht ausnutzen würden. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit überall diese Science-Replikatoren hingestellt. Oh ja, Bio-Organic Transference. Oh, der Science Creator ist schon schick. Na gut, warten wir auf den Science Creator 3. Das dauert nur noch 2 Züge. 2 Räume, um genau zu sein. Okay. Einen Raum können wir noch aktivieren. Welcher ist es denn? Hier geht's nirgendwo durch. Eigentlich muss es der hier sein. Der muss es sein. So alles ein bisschen Alien-thematisch angehaucht. Sehr biologisch. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich frage mich, ob es mehr Hintergrundgeschichte zu diesem Spiel gibt. Wäre schon interessant. Plus 6 und nochmal plus 1. Kommen die Wellen? Keine Wellen. Okay. Ist ja ein riesiger Raum. Unglaublich. Widowmaker. Speed minus 6, Attack Power 48. Der hat Attack Power 49, sie hat Attack Power 61. Speed minus 6. Ja, nee, also wenn ich will, dass sie halbwegs beweglich bleibt, gebe ich das lieber dem hier, unserem guten alten Butcher. 108 Damage per Second ist schon. Wow. Wow. Die macht 99 Damage per Second. Ja, das ist sogar tatsächlich besser für Butcher. Sehr gut. Guter Typ. Außerdem bufft er seine eigene Attack Power noch. Okay. Ja, dann müssen wir zum nächsten Raum. Wir haben immer noch nicht gefunden, wo das Nest ist des Gegners. Und mit dem Nest des Gegners meine ich, wo eigentlich unser Ausgang ist. Und da kommen die Wellen.
4 Wellen sind auf dem Weg. Wie sieht's da oben aus? Hier oben sieht's sehr gut aus, keine Probleme. Wie sieht's da unten aus? Immerhin macht unser Held jetzt irgendwie doppelt so viel Schaden als vorher. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall helfen. Wenn das so weitergeht, machen die unsere ganzen Gebäude kaputt, aber... ja, vollkommen problemlos. Vollkommen problemlos. Aktivieren wir den Raum, dann kann es hier schon wieder nicht mehr so leicht jemand in den Rücken fallen. Sieht aus wie ein Auge, dieses Teil. Verrücktes Zeug. Ich mag die Pixelgrafik. Bin ich total ein Fan davon. So, 159 Dust. Damit kann ich auch Merchant Items kaufen. Okay. Wusste ich gar nicht. Halt, Moment mal. Kann ich eigentlich was erforschen? Ich habe wieder... ja, natürlich kann ich wieder was erforschen. Wir haben das Tiergas-Upgrade gerade freigeschaltet. Jetzt können wir den Science Creator holen. Auf jeden... oh, die Smoking Gang Level 4. Der macht 100 Schaden pro Sekunde. 100 Schaden pro Sekunde im Vergleich zu unserem Prisoner Pod, der gerade mal 28 Schaden pro Sekunde macht. Ja. Den kannst du vorne in die Tonne kloppen, den anderen. Der Science Creator ist auch ziemlich schick. Aber ich glaube, die Smoking Gun ist the way to go for now. Falls ihr unnötiges Englisch... falls euch das gefällt, seid ihr hier am richtigen Ort. You have opened the last door of the dungeon. Ja, gut. Damit sind wir praktisch raus. Okay, Zeit, unseren Ausgang zu planen. Der ist so unglaublich langsam, dass er direkt mal zum Zielraum geht. Wir öffnen sowieso keine anderen Räume mehr. Also können wir anfangen. Erstmal gucken, hat der Händler noch irgendwas? Das J-Pad. Es gibt uns irgendwie ein extra Skill, wenn man irgendjemandem was gibt. Aber ich bin eigentlich sowieso schon ausgestattet. Deswegen, meh. Was macht das denn? Unlocks Gear Check. Wollen wir es mal nachsehen? Endless Dungeon Gear Check. Was das eigentlich macht? Ich habe bisher noch nirgendwo reingeguckt, aber jetzt schaue ich es mal. Del Bradford. Oh! Ja, den ja schon. Gear Check. Und was macht das? Allowing a hero to repair a module being actively attacked that would otherwise be destroyed. Okay. Oh, interessant. Oh, okay, verstanden. Alle Leute, die den Repair Skill haben, bei denen haben wir das aktiviert. Okay, nee, dann brauchen wir das erstmal nicht. Ich glaube, wir kommen klar. Ach, da steht ja auch, Gear Check. Heroes in Rumors betrifft wirklich alle. Ha. Das kann durchaus ein Problem werden, ich verstehe das. Ja, lassen wir es lieber erstmal. Lassen wir es lieber erstmal. Können wir ihm irgendwas verticken? Ich könnte dieses gebrauchte Chitin verkaufen. Ich sehe jetzt momentan nicht, was ich damit machen soll. 12 Defense, die Guard-Uniform ist... zwar weniger Defense, aber dafür 100 HP, das ist schon schick. Na ja, gut, behalten wir es fürs erste Mal. Behalten wir es fürs erste und geben irgendjemandem Level up. Gerade ihm hier, unserem Tank. Oder sie hier, sie ist ein bisschen hinterher. Also kann versuchen wir sie irgendwie auf halbwegs ähnlichem Level zu halten. So. Und bald hat sie auch das nächste Level up. Gut. Okay, also die Frage ist, wo wollen wir verteidigen?
Hier oben. Da machen wir zu. Dann machen wir da auf und da an. Und der Raum hier wäre auch noch gut, wenn wir den ebenfalls anlassen würden. Er geht hier hin. Ich glaube, das müsste eigentlich relativ gut funktionieren. Wir können auch die zwei Räume ausmachen. Dann ist der hier noch vorhanden. Um Ärger zu verursachen, hier sind wir verteidigt. Den machen wir an, den machen wir an. Dann kommen nämlich von da keine Gegner. Ja, und dann haben wir es eigentlich geschafft. Ich glaube, eigentlich brauchen wir hier so gut wie gar keine Verteidigung mehr. Die einzige Richtung, aus der Gegner kommen, ist hier von rechts. Aber so schnell sind die auch nicht und wir haben ja hier Verteidigung, beziehungsweise, wie wäre es, wenn wir den Haufen hier nur zur Sicherheit einmal reparieren? Das kann nicht schaden. Unsere Smoking Guns sind mittlerweile so richtig hammerhart, 100 Schaden pro Sekunde. Und die können den Schaden für 7 Sekunden halten. Das ist schon, ist gut. Stringas ist auch richtig gut. 8 Schaden pro Sekunde. Das heißt, wenn da 10 Monster sind, macht er 80 Schaden pro Sekunde. Ja. Und so unterbrochen. Ist gut. Hat er schon alles repariert? Ach so, das ist schon alles repariert. Klasse geht ja instantan. Okay. Na dann. Los geht's. Da kommt er mit seinem Kristall. Danke. Was bedeutet dieser Kristall? Was stellt er denn überhaupt dar? Das ist mir ein Rätsel. Ja, aber wir haben es geschafft. Ich denke, die Strategie hier war sehr, sehr gut. Dann können wir ein bisschen die Performance dieser Pots uns ansehen. Vor allem, wir haben ja den Tiergas Level 4. Boah, da werden innerhalb kürzester Zeit, das waren früher mal richtig... richtig gefährliche Gegner. Und die werden hier einfach gnadenlos zerlegt. Ohne Chance. Vollkommen ohne Chance sind die zerlegt. Dramatische Musik übrigens. Okay, sie kommen trotzdem durch, aber... nur weil es halt so unglaublich viele sind. Wie sieht's hier aus? Die kommen gar nicht durch. Ha! Ja. Das war eindeutig die bessere Entscheidung. Die Smoking Guns sich hinzustellen, aber ich glaube Level 4 ist wahrscheinlich dann das Maximum. Keiner ist durchgekommen. Es kommen jetzt immer 4 Wellen. Hui. Da kommt ja ein ziemlicher Haufen. Bam, 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 bam. Noch ist niemand durchgekommen. Und es kommt wahrscheinlich auch... Oh, da kommen erstmal die ersten... Nein, sie ist niemand durchgekommen. Ha! Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Elevator Song. Fantastisch. After bringing the crystal to the exit, defend the elevator room for a full minute. Ja, so wie das aussieht, ist das jetzt gerade auch gar kein Problem. Oh. Ich glaube, jetzt wird es langsam ein Hauch kritischer. Aber wenn die Wellen hier durchgehen, kommen die erstmal auch noch. Den wie viel Schaden pro Sekunde? 8 Schaden pro Sekunde. Und da explodieren sie. Ach, wundervoll. Ja, einer ist durchgekommen, der ist so. Gibt's da nochmal ein Achievement? Never lose dust during a winning game. Ich glaube,
Da passiert nicht mehr viel. Aber langsam aber sicher kommen die Gegner durch. Das bedeutet, es würden wirklich immer mehr. Es wird immer mehr mit der Zeit. Und das soll uns recht sein. Weg hier. Weg hier. Level 6 complete, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Stupid elevator doesn't even give us background exposition. Tja, sagt auch nichts Neues, aber das ist okay. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben sehr viel Forschung betrieben und kommen mit einer ganzen Menge Industry in die nächste Runde. Genau das, was wir brauchen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.